Es wird ja oft bei diesen Apero-Gesprächen und bei diesen Unterhaltungen der Fehler gemacht, dass man sagt, der Januar ist jetzt wieder extrem kalt gewesen. Ich glaube, die globale Erwärmung findet nicht statt. Übrigens, der Präsident der Vereinigten Staaten sagt ja das auch. Also auch er kann nicht unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Klima ist, wenn man den Januar 2017 plus alle anderen Januar, wo man schön gemessen hat, in einen Zusammenhang hineinstellt und dann einfach einmal die Kurve anschaut, dann stellt man fest, natürlich ist der Januar 2017 extrem kalt gewesen, aber im grossen Zusammenhang sehen wir, dass die Januare im langfristigen Mittel einfach ihrer Temperatur sehr viel wärmer geworden sind in den letzten 130 Jahren. Nein, der Klimawandel und viele andere Fragen haben eben nichts mit Glauben zu tun. Nur schon der Satz ist falsch im Ansatz. Wenn man über das Instrument der Wissenschaft hat, und ohne Wissenschaft gäbe es auch nicht das, und praktisch sämtliche Sachen, die wir heute sehr wichtig finden, auch die Brille gibt es nicht ohne Wissenschaft. Oder? Dass man dann in einer heutigen Zeit angekommen ist, wo man einfach bereit ist, dort, wo es einem passt, die wissenschaftlichen Fakten und Erkenntnisse einfach abzustellen, auszublenden, wegzuzappen und zu sagen, es ist halt ein bisschen anders und sich dann gut fühlen. Das ist eigentlich verrückt. Ein 11-10-Jähriger, der in der Stadt Zürich rumfährt, Tramstationen auswendig lernt. Also ich habe viel auch mit Kinderärzten zu tun und ich weiss, dass solches Verhalten richtig Autismus deutet. Das ist eben in der heutigen Diagnosewütigkeit, oder? Macht man, muss man allem einen Namen geben. Damals hat man gesagt, er hat vielleicht ein gespässiges Hobby und dann hat man es dabei sein lassen. Und vielleicht ja, ist das ein gewisser autistischer Zug, das kann ja durchaus sein, aber ich hatte den Blausch, ich habe niemandem geschadet und der Tramführer hat wahrscheinlich auch Freude gehabt, dass er mir immer einen hinter den Namen geschaut hat und genau wollte wissen, was er jetzt da macht. Damals war das der Grund für Knieschlotterie, das war ganz klar. Ich war jung, das ist noch nicht das Alter, wo man jetzt in Europa eine Professur antreten mit 33. Und darum habe ich mich ja auch nicht beworben auf diese Stelle. Ich habe aber ganz genau gewusst, wer sich beworben hat, wer eingeladen hat. Also das hat mich schon interessiert. Ich habe das beobachtet, aus einer Distanz. Also haben Sie sich nicht beworben, weil Sie denken, die finden mich schon? Oder weil Sie sich nein, nein. Ja, stellen Sie sich vor. Sehe ich so aus? Nein, nein, nein. Sie haben, wie gesagt, eine Arbeitsgruppe geleitet, die die physikalischen Grundlagen behandelt hat. Und da sind 250 Autoren daran beteiligt gewesen. Und es hat Jahrzehnte fast gebraucht, bis ein Satz in dem Report gestanden Nein, ist, wo nein, nein, nicht übertrieben, nicht Jahrzehnte. Ja, im 92 haben wir angefangen und Aha. in 2013 ist er drin gestanden. Welcher Satz? Der Einfluss des Menschen auf das Klima ist klar. Auf den bin ich stolz, auf den Satz. Aber die Szenarien sind doch auch umstritten. Es ist eine Es von der sind Szenarien, ja. Es ja, sind eine von der Kritiken, die Sie gerade so in der letzten Zeit haben müssen, oder Klimaforscher, wenn ich sage, Sie die Klimaforscher haben müssen einstecken, ist so in der Zeit von 1997 bis 2014 gewesen. Es hat geheißen, dass der Treibhauseffekt macht Pause, ja, oder? Wunderbar. Weil da ist die Temperatur nicht gestiegen, aber das CO2 ja. ist gestiegen. Und das ist für einige Kommentatoren der Beweis gewesen, dass ihre Szenarien, unter anderem auch ihre, Thomas Stocker seine, nicht stimmen. Das ist nichts Neues gewesen, aber das hat natürlich die Skeptiker nicht überzeugt, wo wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Thomas Stocker, der Prediger, der Missionar, der Politaktivist. Die Sätze stammen von einem Markus Schär, ein Journalist von der Weltwoche. Was haben sie miteinander? Nichts. Also ich mache meine Arbeit, er macht eine Arbeit, die er von seinem Arbeitgeber bezahlt ist. ja.